Herr Otto, schön haben Sie es hier und freundlich, dass Sie mich nach Ladenschluss noch reingelassen haben. Aber ich glaube, das ist ja ein bisschen Konzept hier, oder? Also man kann auch nach Ladenschluss, wenn man angemeldet ist, hier noch sich in der Buchhandlung aufhalten, oder? Ja, wir haben jetzt heute hier gerade eine Gruppe, das ist möglich. Einschließen und genießen nennen wir das. Nach Voranmeldungen bieten wir hier an, dass man mal richtig ohne Druck und ohne Zeitlimit bis 24 Uhr abends mit einer Gruppe gemütlich schmökern kann, mal schauen, was es alles Neues gibt. Einschließen und genießen, klar, die normalen Ladenöffnungszeiten und dann gibt es auch immer mal wieder Lesungen hier, oder? Ja, wir haben hier jetzt schon ziemlich etabliert, 6 Jahre lang den Krimi-Herbst, dass wir immer mehr oder weniger regionale Krimi-Autoren hier einladen, die ein bisschen was über ihr Buch, die Entstehung und sich selbst erzählen. Und das wird auch immer sehr gut hier angenommen. Die Buchhandlung Otto ist ja sowieso was Besonderes. In dritter Generation sind Sie hier. Was bedeutet das für Sie in dritter Generation, also das Erbe des Vaters und des Großvaters so fortführen zu können? Ja, ich finde es sehr schön, dass ich diese Möglichkeit habe. Selbst hätte ich mich, glaube ich, nie getraut, hier jetzt eine Buchhandlung zu gründen. Aber dadurch, dass ich das von beiden, von Vater und Großvater vorbereitet gekriegt habe, habe ich hier die Möglichkeit, das weiterzuführen. Und innerhalb von 3 Etagen kann man sich hier gut gehen lassen, alles finden, was das Herz, Bücher, Leseherz begehrt. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen heute mit der Bücherzeit und vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke auch.